Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Saisonalität sprechen. Was hat das für einen Einfluss auf deine Werbekampagne oder generell auf dein Marketing? Viel Spaß dabei schon mal. Lass uns gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker nach wie vor und wir werden heute über das Thema Saisonalität bzw. Saison sprechen. Warum das Ganze? Wir haben jetzt heute den 27. April zum Zeitpunkt des Videos. Das heißt, ich höre immer wieder bei uns in den Kundengesprächen, ja Nico, die Saison fängt jetzt ja auch an. Wir müssen die Werbekampagne runterfahren, wir müssen sie hochfahren, wir müssen X, Y, Z und alles eben bedingt irgendwie mit der Saison. Ja, das heißt, für die meisten Produkte, gerade im Überdachungsbereich, Fenster, Türen, ist es ja so, dass die Leute jetzt langsam wieder anfangen, sich um solche Sachen zu kümmern. Und die Frage ist natürlich immer ein bisschen, wie gehe ich jetzt damit um? Weil eine Sache, die leider von unseren Partnern immer noch manche falsch verstehen, ist dieser Zusammenhang zwischen die Saison ist jetzt und ich sollte die Werbung runterfahren. So, warum macht das jetzt erstmal keinen Sinn? Ich denke, du weißt ganz genauso gut wie ich, dass wenn du heute eine Anfrage bekommst für ein Terrassendach, dann wirst du das nicht nächste Woche montieren gehen. Das heißt, die Person kommt erstmal zu dir, es gibt eine Beratung, die Leute müssen sich irgendwie entscheiden, dann gibt es einen Aufbautermin. Das heißt, wenn du jetzt in der Saison einen Lead generierst, dann wirst du den wahrscheinlich eh erst Ende des Jahres, wenn es ganz schlecht läuft, aufbauen. Kommt auch immer ganz stark aufs Produkt an letzten Endes. Aber das ist schon mal Punkt Nummer eins. Du musst auf jeden Fall bei der Kampagne oder bei Kampagnen generell, bei Lead-Generierung berücksichtigen, dass es nicht darum geht, diese Anfrage jetzt zu bekommen und abzuschließen, sondern darum geht, ein bisschen in der Weitsicht letzten Endes zu denken. Das heißt, das Arbeitsaufkommen, was du jetzt hast, sollte sich im besten Fall nicht auf die Kampagne auswirken. So, zweites Thema ist, man sollte die Werbung vielleicht sogar einen Ticken hochfahren, weil wie ich gerade sagte, du kannst die Anfragen höchstwahrscheinlich eh erst nach der Saison verarbeiten, auch hier abhängig vom Produkt, aber die Leute sind jetzt empfänglich dafür. Das heißt, die Leute sitzen jetzt auf der Terrasse und haben die Sonne im Gesicht. Man sollte die Werbung auf keinen Fall runterfahren. Ich kriege das, wie gesagt, immer wieder mit bei unseren Partnern. Ich meine, irgendwo ist es auch klar, das Tagesgeschäft rennt gerade, deine Monteure sind alle unterwegs und man verschließt sich halt immer davor, jetzt noch mehr Anfragen zu generieren. Aber ich kann dir sagen, von unseren Partnern, die erfolgreichsten, die machen es ganz genau so. Also nicht alle erhöhen denn das Budget, aber es wird auf jeden Fall das Budget auch nicht verringert. Genauso wie wenn wir jetzt vor Weihnachten zum Beispiel stehen, sollte das Budget meistens bei so einer Kampagne ebenfalls gleich bleiben. Das heißt, die Saison, letzten Endes, wenn man sie jetzt so beschreiben möchte, wenn sie losgeht, Anfang April von mir aus, wo wir jetzt ja schon drin sind, die sollte im besten Fall gar nicht so viel Einfluss auf dein Marketing haben. Du kannst natürlich versuchen, das aufzugreifen in der Werbung und einfach sagen, okay, die Sonnenstrahlen kommen jetzt raus, dass man daraus so Werbeanzeigen einfach macht. Aber unterm Strich versuche ich unseren Partnern immer mitzugeben, lass die Werbung einfach laufen. Solange es funktioniert, sollte man versuchen, mehr davon zu machen. Wenn es nicht funktioniert, sollte man Anpassungen machen. Aber das Ganze im besten Falle losgelöst von äußeren Umständen. Das will ich dir eigentlich hiermit nur nochmal mitgeben. Das heißt, hab das ein bisschen im Hinterkopf. Versuch, wie gesagt, das immer so ein bisschen zu entkoppeln, dein aktuelles Arbeitsaufkommen von der Art und Weise, wie du deine Anfragen generierst. Und dann wirst du auch merken, okay, im September, Oktober, November, da habe ich die Aufträge, weil ich habe mich sozusagen überredet, in der Saison weiter Werbung zu machen. Wenn du für dich aber einen Plan brauchst, wie jetzt so Werbung aussehen kann, gerade innerhalb von der Saison oder auch außerhalb von der Saison, in der Nebensaison, dann komm gerne auf uns zu, besuch unsere Homepage, gib uns hier gerne einen Kommentar über diese Videos. Ansonsten, ja, lass uns da gerne mal drüber sprechen. Sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Video wieder. Viel Spaß dabei und dir noch einen schönen Tag.